So Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video. Gestern mein allererstes YouTube-Video released und eure ganzen Kommentare und Instagram-DMs waren unfassbar. Dickes Dankeschön dafür, ihr habt mich motiviert. Heute geht es direkt weiter. Ihr seht, in einer anderen Kulisse. Heute sind wir in meiner Wohnung in Hamburg. Das gestern war in Frankfurt. Wir werden immer zwischen den zwei hin und her switchen. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, welche ihr cooler findet. Ich finde diese hier sehr, sehr clean. Für die Kritiker unter euch, wie ihr erkennen könnt, habe ich hier kein Kabel mehr. Ich habe mir nämlich ein Bluetooth-Mikrofon zugelegt und ein Ringlicht für eine bessere Belichtung. Und jemand hat mir geschrieben, ey, JP, wie wär's mit einer Pflanze im Hintergrund? Das wäre sau cool. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt auch eine Pflanze. Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, du hast jetzt mehr Spaß beim Zuschauen. Freunde, wir reden nicht lange um den heißen Brei. Heute reacte ich bzw. gebe meine Meinung zur neuen Peso-Kollektion ab. Die heißt Nevada, released morgen am 1. April um 18 Uhr. Ich habe schon in meiner Instagram-Story viele Umfragen gemacht zu den neuen Pieces, zu der neuen Kollektion. Und eure Meinung war sehr zwiegespalten. Viele von euch sagen, es ist die beste Kollektion aller Zeiten. Viele von euch sagen, es ist komplett Trash. Heute werdet ihr meine Meinung erfahren. Noch ein kleiner Disclaimer, bevor das Video losgeht. Das ist rein meine objektive Meinung. Also, falls ihr was feiert, was ich nicht feiere, lasst euch davon bitte nicht irritieren oder negativ beeinflussen. Kauft das, worauf ihr Lust habt, denn Mode ist objektiv und jeder kann das tragen und kaufen, was er will und worin er sich wohlfühlt. Das ist das Wichtigste. Ja, und an der Stelle nochmal Big Respect an Justin, an alles, was er sich aufgebaut hat, an alle Kollektionen, an die Raws. Wirklich crazy. Also, falls ich hier was kritisiere oder nicht feiere, ist das auf jeden Fall kein Hate, sondern einfach meine Meinung. Aber ihr versteht das. Und ja, wir legen jetzt los. Seid gespannt. Es sind so viele Pieces am Start. Viele crazy Pieces, aber auch etwas Trash. Deswegen, let's do this. Ich habe jetzt mein Handy gezückt, damit ich mir die aktuellsten Posts und Pieces anschauen kann, während ich sie beurteile. Ihr bekommt das alles hier eingeblendet, die Screenshots und Screen Recordings, damit ihr genau sehen könnt, was ich sehe, auf welche Details ich reinzoome, damit ihr seht, worüber ich überhaupt rede. Und wir fangen direkt an. Wir haben hier den ersten Post in Los Angeles, ein Peso Roadside Billboard, Peso New Collection, April 1st, 18 Uhr. Ja, hier in der Vorstadt von Los Angeles, man sieht die Skyline im Hintergrund, also sehr cool gemacht. Das ist ein Statement in Los Angeles, ein Billboard an einer sehr befahrenen Straße zu haben. Echt Marketing on point, Props gehen raus. Kommen wir zum ersten Piece. Man hat hier eine Peso Racing bzw. Rennjacke. Die wurde auch schon geisteskrank lang angeteasert. Justin hatte das einmal bei Justin the Kid gepostet, als er einen McLaren besichtigt hat. Oder er hat selber einen Post damit. Jetzt ist es official. Die Jacke ist in der neuen Kollektion. Ja, es ist eine Rennjacke. Habe ich bisher so noch von keiner deutschen Streetwear-Marke gesehen. Ich habe es bei Off-White gesehen in ganz simpel, ohne Patches. Ist mal was Neues. Und ja, hier hat man Peso all over, wortwörtlich. Man hat auf der Schulter Peso, auf dem Nacken. Hier hat man die ganzen Patches. Man hat es auf dem Bauch, man hat es auf dem Rücken, man hat es hinten am Nacken. Die Patches, finde ich, sind ganz cool gemacht. Das sind alte Kollektionsnamen. Man sieht hier Raws, Explicit, Saints, Orbit, Spoiled Youth. Also ein cooles Detail, cool aufgegriffen. Für Justin persönlich finde ich die Jacke sehr cool. Er ist ja der Inhaber, der Creator der Brand und er kann sich auch mit den alten Kollektionsnamen auf seiner Jacke brüsten, in Anführungszeichen. Aber ich finde, als Kunde, als Käufer mit diesen ganzen alten Peso-Kollektionsnamen auf seiner Jacke rumzulaufen, wäre jetzt nichts für mich. Kommen wir zum nächsten Piece. Ein Sweater, ein Split-Sweater, kam schon mal in Saints, glaube ich, raus. Das war ein sehr beliebtes Piece. Dann hat Lowlights immer seine Split-Tees. Ich habe mir auch selber mal eins gekauft, was ich aber nach 3-4 Mal tragen wieder verkauft habe, weil ich mich einfach sehr schnell satt daran sehe und es einfach nicht zeitlos ist. Dasselbe Problem haben wir hier. Ich meine, der Sweater hat sehr coole Farben, so ein Burgundy, Weinrot, meiner Meinung nach eh Rot, eine Farbe des Jahres, auch so ein helles Rot, was ein bisschen sticht, mit einer schwarzen Jeans, schwarzen Cargo, einer hellen Jeans, kommt sehr cool. Also die Farben sind stark, aber man hat hier diese Split-Optik, die Artworks kann man auch nicht kritisieren. Ja. Dann haben wir den Kragen, der ist halt unsymmetrisch, kann cool sein, aber für Daily
finde ich, bringt das nichts. Dennoch, coole Idee, cooles Design, coole Farben. Da haben wir ein Highlight-Piece der Kollektion, das ist eine Weekender bzw. Duffelbag in so einem Sand-Colorway mit einem braunen Peso-Claw. Ich glaube, das ist so eine Pirelli-inspirierte Font. Ja, cool gemacht, passt ins Thema, ist eine sehr gute Alternative zu LV-Duffelbags für über 1000 Euro. Das muss man auf jeden Fall nicht ausgeben, da denke ich mal, hat man für ca. 200 Euro eine coole Duffelbag. Die kam ja schon mal raus in Schwarz und Weiß mit Peso-Monogramm. Sehr beliebtes Piece für Reisen, ja, unschlagbar. Dann sind wir schon bei dem nächsten Teil. Wir haben einen Peso-Zipper. Der, denke ich, hat genau denselben Schnitt und Qualität wie die Peso Raws. Und ich glaube, sogar dieselbe Graumelierung wie vom neuesten Raws Drop. Ich sag ehrlich, es gibt bessere Graumelierungen, aber das ist schon Meckern auf allerhöchstem Niveau, sehr clean, helles Grau, kann man einfach immer tragen. Dann hat man diesmal aber goldene Zipper, Puller und Metal Patches. Ich bin selber eher ein Silberfanatiker, Gold ist nicht so meins, passt aber gut in die Kollektion hier, also verständlich, wieso er Gold gewählt hat. Kommen wir hier zur Rückseite des Zippers. Ja, man hat so ein brennendes Pferd, man hat Peso Claw. Man hat, was hat man alles? Nevada, also wirklich die unterschiedlichsten Artworks. Dann hat man auf der Schulter Basic Instinct, ein alter Kollektionsname. Weiß ich jetzt nicht, wieso der hier zu finden ist. Aber ja, ich finde, mir passiert hier auf dem Zipper zu viel, zu viele Prints all over. Ja, guter Schnitt, gute Qualität, aber es ist nichts für Everyday und man wird sich relativ schnell satt sehen, auch mit diesem Pferdethema. Kommen wir zum nächsten Outfit. Man hat hier eine schwarze Jeans, denke ich. Sehr guter Fit. Qualität ist wahrscheinlich auch wie immer on point. Und man hat auf dem rechten Bein so einen riesen Rennstreifen bzw. eine Ziellinie. Ja, aus Frottee oder Fell, was auch immer das ist. Ja, habe ich bisher so noch nie gesehen. Also Props für die Kreativität. Aber wieder, würde ich das tragen? Nein. Ich finde, das ist einfach zu verspielt. Es bringt für Daily nichts, aber es ist jetzt auch nicht so ein Highlight-Piece, wo man denkt, boah, geisteskrank. Es ist einfach, ja, eine Ziellinie auf einer Hose drauf. Ja, damit kann man bei mir nicht landen, sagen wir so. Dann kommen wir hier zu einer Workwear-Jacke in einem extrem nicen Grauton. Der ist stark gemacht. Man hat so einen schwarzen Kragen aus, ja, Corduroy. Finde ich auch cool. Man hat ein P-Patch, also es passiert nicht zu viel. Das Patch hätte ich vielleicht ein bisschen kleiner gemacht, aber meckern auf höchstem Niveau. Und was ich gerade sehe, ist auf dem Ärmel sind wieder solche, ja, Reifenspuren oder was das sein soll. Das finde ich ist wieder so ein Detail. Ich meine, es ist bestimmt nur gut gemeint, so viele Details wie möglich mit einzubringen, aber ich finde, das ist wieder too much. Ohne diese Streifen wäre sie cooler. Dennoch ein gutes Übergangspiece mit eins der besseren. Haben wir hier ein Hoodie, wieder ähnlicher Schnitt und Quali wie Peso Raws in einem dunkelgrau. Vorne ein Printing Peso Claw Speedway und ein, ja, Patch. Finde ich gut gemacht, eine gute Mischung. Und ja, gucken wir mal auf die Rückseite. Hier, ja, ein sehr starkes Detail bzw. ja, Design mit Nevada all over. Die Arme und den Rücken finde ich cool gemacht in einem Frottee-Stick. Allerdings habe ich hier zu kritisieren, dass ich den Hoodie vielleicht cooler gefunden hätte, hätte er vorne nur dieses Patch und hinten Nevada oder vorne das ganze Artwork und hinten Nevada weggelassen. Also ich finde, vorne ist viel drauf, hinten ist viel drauf. Das ist einfach too much, meiner Meinung nach. Dennoch coole Details. Kommen wir zu einem stärkeren Piece. Das ist ein schwarzes Lederhemd mit so einer Stickerei von einem Kranz bzw. einem Dornenbusch auf dem Kragen. Sehr cool gemacht in einem Weiß. Man hat hier silberne Knöpfe, ein silbernes Peso-P aus Metall. Ihr seht, Silber ist mein Favorite. Finde ich auch gut, dass das hier Silber gelassen wurde und nicht auch Gold. Sehr starkes Piece. Das würde ich mir sogar kaufen. Dann kommen wir zu dem beliebtesten T-Shirt der ganzen Kollektion. Ich habe ja in meiner Instagram-Story eine Umfrage gestartet und 60% von euch fanden dieses T-Shirt am besten. Ein weißes T-Shirt.
hier mit einem Rennhund mit Maulkorb, dann unten in schwarz Peso Claw, sehr clean, also kann man nichts falsch machen. Man hat hier auch dieses goldene Metal Patch, ja, in dem Fall finde ich das sogar cool, ist nicht too much. Ja, da geht Gold fit. Über die Jeans müssen wir nicht reden, mit eins der besten Pieces. Entweder ist das die Ross Jeans oder das ist eine neue, ich bin mir nicht sicher, aber der Fit, die Qualität und die Waschung ist geisteskrank. Also das ist auf jeden Fall ein Must-Cop, auch für jeden Tag. Dann kommen wir schon zur nächsten Hose, die ist etwas dunkler verwaschen, ist unten aufgetrennt, finde ich, passt dennoch gut in die aktuelle Zeit und auch in die Kollektion mit dieser Stickerei Artwork auf dem Schritt. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber ich finde, es ist sehr gelungen. Meiner Meinung nach noch cooler als damals dieses Peso-Printing auf dem Schritt. Wir kommen zum nächsten T-Shirt. Schwarzes T-Shirt mit roter Schrift und so einem Desert-Design. Ist ganz cool. Ich finde dennoch, T-Shirts mit nur einem coolen Schriftzug oder einer coolen Quote und ein paar Details besser als, ja, noch mit Artwork und noch einer Schrift und noch einer Schrift. Dann kommen wir zum nächsten T-Shirt in einem Royal Blue. Bei den Raws waren ja schon der Zipper und das T-Shirt in Royal Blue sehr schnell ausverkauft. Die Farbe ist krank. Ich habe selber 2, 3 Sachen in diesem Colorway. Deswegen ist das auch mein Favorite T-Shirt. Man sieht hier, ja, eine clean Schrift, eine clean Font, Peso, ziemlich groß mit so einem Lamborghini in dem Schriftzug. Ich finde es clean. Das ist mein Favorite T-Shirt der Kollektion. Kann man auch gut täglich tragen. Hinten hat man noch, ja, Peso Claw 22. Ich weiß nicht, ob das gestitcht ist oder geprintet. Auf dem Nacken finde ich auch ein weiteres cooles Detail. Aber ich bin nicht so der Fan von Jahreszahlen. Also hier steht jetzt 22 drauf. Ja, kann man das 23 noch tragen? Ich weiß es nicht. Ich mag selber nicht, wenn hier jetzt Fall Winter 21 draufsteht, Spring Summer 20, weil im nächsten Jahr ist das einfach out of date. Könnt mir ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Kommen wir zum nächsten Piece. Das ist ein schwarzer Zipper. Der ist so ähnlich wie die Rennjacke bzw. Racingjacke. Man hat wieder Peso all over. Man hat es auf dem Arm, man hat es auf dem Bauch, man hat es auf der Kapuze, man hat es auf der Brust. Peso is everywhere. Ja, man hat hier noch 17 unten am Arm. Ich denke, das ist das Jahr, wo Peso praktisch gegründet wurde. Coole Aufmachung, coole Details. Wieder für Justin ein starkes Piece zum Tragen. Aber als Kunde, als Käufer ist das mir wieder zu plakativ. Der Zipper bringt nichts. Man hat hier hinten sogar auch noch dieses Riesen-P. Da passiert wieder too much. Haben wir aber hier ein cleanes Stonewash T-Shirt. Wieder guter Fit. Ärmel sind perfekt. Mir sind die Peso T-Shirts immer etwas zu lang. Ich finde, die könnten ein bisschen kürzer sein. Vielleicht habt ihr ja auch dasselbe Problem oder ihr sagt, Peso T-Shirts fitten perfekt. Meiner Meinung nach sind die Ärmel und der Kragen perfekt, aber die Länge ist mir zu lang. Ich mag das eher ein Tick cropter. Genau, aber hier Nevada drauf, der Name der Kollektion. Ein Peso Stick, wieder in diesem Pirelli Type Font. Cleanes Piece, kann man nichts falsch machen. Dann kommen wir zu dem stärksten Outfit der Kollektion. Wieder so ein Burgundy-roter Hoodie. Geisteskranker Fit. Man hat so ein Western-Artwork in schwarz drauf. Finde ich extrem cool. Ein, ja, Peso-Patch, Still Lucky und ein kleines P. Finde ich, ist perfekt gemacht. Nicht zu plakativ. Kommt cool mit dem Artwork. Gutes Placing. Ja, gute Farbe. Das ist ein sehr starker Hoodie. Den würde ich mir auch kaufen. Und ja, das nächste Piece ist eine Sideback-Umhängetaschen. Immer sehr beliebt bei euch. Ich denke, das Piece wird auch als erstes sold out gehen. Ja, cooler Colorway, so ein Sand-Colorway. Kann nicht so schnell dreckig werden. Man hat eine gute Größe. Ich denke, hier passt genug rein. Man hat ein gutes Strap. Also wirklich ein Highlight-Piece. Extrem gut gemacht. Props gehen raus. Generell, das Outfit hier ist sehr, sehr stark. Die Hose gehört leider nicht zum Release. Ich habe bei dem Post kommentiert, dass wenn die Hose zur Kollektion gehört, dann ist das das krasseste Piece, was rauskommt. Dieses Kommentar wurde gelöscht. Daraus schlussfolgere ich, dass die Hose nicht dazu gehört. Aber ja, coole Hose, cooles Outfit. Kann man nichts falsch machen. Wie ihr hören könnt, habe ich jetzt die Kopfhörer drin. Ich habe mir den Trailer auf dem iPad aufgerufen und blende mich jetzt oben hier in der Ecke ein. Ihr seht den Trailer in Fullscreen.
Das ist meine erste kleine Mini-Reaction. Ich hoffe, ich kann das. Lasst mir gerne Feedback da, ob ich zu oft pausiere, ob ich zu wenig pausiere. Wir legen jetzt los. Ich hau auf die Leertaste. Let's go! Okay, man sieht schon Las Vegas, Nevada, hier diesen Eiffelturm von dem Hotel. Ich war auch schon mal in Las Vegas. Ist eine empfehlenswerte Trip. Okay, schon ein krasser Vibe mit dieser Mischung aus 4K und VHS-Kamera. Das kommt echt krass. Boah, was eine Kameraführung hier in dem Canyon. Das war echt crazy. Und hier haben wir das erste Piece. Da sieht man das nochmal. Ja, hier sieht man das nochmal. Ein Sommerhemd mit Karo-Muster in grün. Ich blende das auch nochmal ein, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, Sommerhemden mit das beste Piece für den Sommer habe ich auch gerne an. Ist leicht, ist elegant, aber trotzdem cool. Ja, hier hätte ich vielleicht die Piece aus diesem Karo-Muster rausgelassen, aber die Farben mit diesem Petrol und dem Rot, sehr cooles Hemd, sieht auch nach starker Qualität aus. Ich denke, das ist Seide. Ja, das Hemd, ich sag euch ehrlich, das Hemd ist geisteskrank. Okay, der Zipper. Ich habe ja gesagt, die Melierung gefällt mir nicht, aber sie ist schon clean. Also starke Farbe, kann man nichts falsch machen. Und auch mit dem Pferd. Ja, Viktor Braun hatte ja auch mal einen Post mit einem Pferd. Das finde ich geisteskrank, diesen Post. Also, falls jemand von euch ein Pferd hat, hit me up. Ich will auch mal so einen Post recreaten und mein Vibe da einbringen. Ah, ein weiteres neues Piece. Hier ein Longsleeve, wieder mit Rot. Ich habe es euch gesagt, Rot kommt dieses Jahr. Cooler Colorway. Ich denke, das ist ein bisschen helleres Rot wie bei dem Split-Sweater. Man hat hier wieder diesen Rennhund, Peso-Claw. Der Rennhund in Blau. Ich finde, das ist aber cooles Colorblocking mit dem Rot. Mit eins der besseren Pieces. Okay. Also Freunde, ihr könnt mir nicht sagen, dieser Hoodie ist schon echt stark. Die Farbe, dieser Western Print und hier dieses Still Lucky ist echt geisteskrank. Okay, das ist ein Statement. Justin steht in seinem Lamborghini Cabrio vor seinem Peso Billboard. Das ist einfach unglaublich und man muss neidlos anerkennen, Justin hat es geschafft. Big Respect geht raus an der Stelle, an das, was er auf die Beine gestellt hat und mit der deutschen Streetwear-Szene gemacht hat. Ja, hier in diesem Bild sieht man, dass Träume wahr werden können. Sei ihm alles gegönnt. Geisteskrank hier im Lamborghini, wirklich. Das war der Trailer. Ich finde, ein krasser Vibe, auch dieser Mix aus dieser VHS-Kamera und 4K. Sehr cool gemacht, auch mit bisschen Vlog-Charakter. Sehr, sehr nicer Vibe hier kreiert. Passt natürlich zum Kollektionsnamen Nevada in Las Vegas. Props gehen raus an Justin für diese wiedermals gelungene Kollektion. Man sieht einfach, es sind Peso-Pieces. Er bleibt seiner Corporate Identity wahr. Natürlich sind nicht alle Pieces mein Geschmack. Und ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Nutzt gerne die Comment-Section, um zu diskutieren, welche Pieces ihr fühlt, welche Pieces Trash sind, ob irgendwas kopiert wurde oder ja, ob alles sehr, sehr krass ist. Diskutiert, bleibt aber sachlich, bleibt positiv. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ja, und mir bleibt nichts weiteres zu sagen als danke fürs Zuschauen. Über 20 Minuten. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten und euch hat meine Stimme gefallen mit meinem neuen Mikrofon. Ja, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like. Und falls ihr irgendwelche Fragen zur Peso-Kollektion habt oder meine Meinung nicht ganz verstanden habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich antworte euch. Ihr seid die Besten. Kuss geht raus. Ciao.